Ach, du bist dahin. Schaffe ich ja schon. Kannst du da unten ein Ding machen? Also jetzt bei mir. Ich bin geslackt gesagt. Da kommen welche angerannt. Ja. Kommen die von da hinten angerannt? Wenn deine Nachbarn überfallen werden würden, dann wird's aber auch. Mich im Keller einsperren. Ist aber krass, wie die mit ihren MGs aus einer übelsten Entfernung eine Treffergenauigkeit haben. Hier ist übrigens ein Ausrufezeichen direkt neben mir. Das ist wahrscheinlich dieser Elena Pierce-Geschichte. Ja, das ist die. Wir haben den Zug, der durch der Dust fährt, gehijackt. Wenn alles gut geht, sollten wir Sanctuary innerhalb eines Tages erreichen. Hyperion hat keine Truppen von New Haven abkommandiert, um uns zu verfolgen. Und ein Sandsturm hat ihre nächste Grenzstadt begraben. Wir müssen nur... Oh, verdammt! Ich glaube, da oben ist nichts mehr. Du hast alles von Helena Pierce hier oben schon aufgemacht? Sie war Lieutenant bei den alles schon weggelootet. Anti-Hyperion-Widerstand. Ich wüsste zu gerne, kannst du alles haben, was da drin war. Wenn du den Rest dieser Audiologs findest, kaufe ich... Okay, dann haben wir das. Wo bist du? Hinten das Eck hier noch. Weiß nicht, ob wir hier durchkommen. Passt natürlich nicht. Du hast kaum noch Leben, gell? Ja. Okay. Passt schon. Dachte immer, die heilt sich selbst, die Uschi. Das fand ich ja beim Soldaten so geil, oder bei dem Kommando. Da konntest du das Geschütz aufstellen und konntest es so einstellen, dass es die Munition gibt und dich heilt. Mhm. So, hier kommen jetzt die Bullymox. Ah, Mist, zu viel drauf geschossen. Der rechts ist fast low. Ja. Jetzt genug Fell. Bringe es mir und meine Sniper-Rifle gehört dir. Hör nicht auf ihn! Bring mir die Fälle und ich gebe dir eine Schrotflinte! Komm noch mehr. Ich treffe nicht einmal mit der blöden Pistole. Ja, Heilung. Bei mir ploppt nur kritisch auf und trotzdem stoppt das Vier nicht. Ein halbes Dutzend Mal kritisch. Und ich hab keine Munition mehr, gell? Der ist noch mal kleiner. So, jetzt war hier vorne noch irgendwo das scheiß Bootswrack und da war nämlich noch eine Großkiste. Nur Müll in den großen Kisten drin. Irgendwas dabei war, was sich lohnt.
Ich gehe schon mal Audiolog suchen. Ja, die waren ja alle in dieser Base drin. Komm hinterher. Ja, ja. Ich komme hinterher. Ich glaube, meine hat ein bisschen Asthma. Der röchelt so beim Laufen. Sind COPD. Oder ist so ein Irrer, der es geil findet, so hinter dir herzurennen. So. Aber du bist noch nicht. Ah, stimmt, der war beim Handsome Jack. Aber du bist oben noch nicht aufgestiegen vom Level her, gell? Aber, nee, während du 4 gemacht hast, habe ich 1,5 Balken gemacht in meinem Level. Ja, hast du ja auch schon, als ich angefangen habe, schon Level 8, gell? Ja. Ja, gut, ich level schneller, weil die Gegner stärker sind. Also stand, als du vorhin reingejoint bist, stand, Spieler kommt, Gegner werden jetzt stärker. Ja, das ist normal. Hallöchen zusammen, wie geht's? Ah, irgendwo war der eingefrorene Typ, nur die Frostbeule war hier vorne noch irgendwo. Was bedeutet das? Verzeihung, wie war noch Ihr Name? Pierce. Also, Miss Pierce, und bitte brechen Sie mir jetzt nicht das Herz und sagen, dass es Mrs. Pierce heißt. Dieser Zug gehört nicht Ihnen. Würden Sie sich bitte umdrehen und mich ansehen, meine Hübsche? Dieser Zug wurde rechtmäßig requiriert unter... Heilige Scheiße! Was ist denn mit Ihrem verfickten Gesicht passiert? Nachher kommt wieder Arschpferd. Ja, so, genau so. Arschpony? Ich weiß gar nicht mehr. Arsch. Habe ich gerade mit dem Kumpel gestern Abend von gehabt. Da habe ich gemeint, weil wir gezockt hatten, habe ich abends gesagt, wir haben ja Borderlands gespielt. Da ist noch das Arschpony. Da hat sich erstmal kaputt jetzt gelacht. Dumm. Aber gut. Ja. Ah, Arschgaul war es, glaube ich. Bin ich verwirrt. Oben auf dem Dach in dem. Genau. Also, ich mache Ihnen einen Vorschlag, Lady. Ich weiß nicht mal, wie ich Sie anreden soll. Sie erzählen mir, warum Sie so aussehen, als wären Sie in einem Bandschleifer gelaufen, und ich lasse euch alle gehen. Mein Mann hat mir einen Skek-Perlenring geschenkt. Die Perle hat hungerverursachende Pheromone freigesetzt. Oh, was soll ich sagen? Das tut mir echt leid. Verzeihen Sie, dass ich... wo ist Ihr Mann jetzt? Er ist tot. Das bricht einem ja das Herz. Aber jetzt haben Sie wenigstens was mit ihm gemeinsam! Psycho! Oh, meine Fresse! Hast du Ihren Kopf gesehen? Wie er so... Wahnsinn! Wilhelm, töte diese Wilden. In einem, ich glaube, im Pre-Sequel wird er ja, dann müssen wir ja mit ihm zusammenspielen, gell? Handsome Jack hat sie umgebracht, oder? Trillionen Dank, Kammerjäger. Achso, ja, ja, mit im Pre-Sequel ist man, glaube ich, mit dem, macht man mit dem gemeinsamer Sache, zumindest verdient. Zu Beginn. Ich hab's Pre-Sequel nicht Ende gespielt, deswegen weiß ich es nicht genau. Möchtest du gegen einen Zwerg kämpfen, der auf einem Bullimong reitet? Ist die Antwort ja, begib dich bitte zum Southern Shelf und besiege Mitch Monk für mich. Ist die Antwort nein, bist du ein Tropf und ich habe nicht den Wunsch, weiter mit dir zu sprechen. Okay. Warte mal, jetzt habe ich jetzt alles bekommen. Ich habe Geld und ich habe ein Problem. Die ist besser als meine. Ach, die kann ich jetzt ab Level 5. Ja, ach so, ja, gleich voll, genau, voll haben, oder? Aber. Ach ja. Eine Badass-Token hatte ich auch. Nee, hatte ich nicht. Genau, Skillpunkt kriege ich erst ab nächsten Level.
Also ich laufe schon wieder falsch, ey. Ah, ich laufe immer oben ran. Kannst du da nicht irgendwo drüber springen, wo du gerade bist? Das würde das Tor ja ad absurdum führen. Die Mission haben wir gestern übrigens nicht gemacht. Die jetzt kommt. Welche? Ja. Weil echt? Du dich da, weil du da aus Versehen, als ich gerade das abgegeben habe, Claptrap angeklickt hast und der ist losgerannt und da sind wir Claptrap hinterher. Ah, ja, Tatsache. Na, Alasisch, hat's doch was Gutes, wenn wir neu angefangen haben. Du brauchst nicht weiterlaufen, wenn ich das hier anklicke. Ich bin auch stehen geblieben, als ich gesehen habe, dass ich da. Ist mir aber gerade erst eingefallen, als ich draufgeklickt habe. Hier ist so ein Heilprozessor, den müssen wir, glaube ich, erst freischalten. Oder ist der schon aktiv? Ah, ne, der ist aktiv. Oh, ein Munitionsgeschäft. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Ich habe gar keinen Müll zum Verkaufen. Ah, doch, hier habe ich Müll zum Verkaufen. Nee, hier waren wir gestern tatsächlich nicht. Ja. Ah, Kackvögel. Ja, ich warte noch, bis sie auf mich zufliegen. Die Viecher, ne? Hey, Level 5. Ich warte mal, bis sie auf mich zutreffen und dann halte ich drauf. So, was konnte ich jetzt ab Level 5? Ach genau, die Sniper. Du machst das schon da, gell? Ich geb mir Mühe. Au. Ja, da. Jetzt will ich mal die Sniper probieren. Hast du Spaß da drüben? Wieso bin ich nicht eingeladen? Bitte doch frei hierher zu kommen. Ich wollte deine Party jetzt nicht crashen. Bisschen Munition. Hast du doch erfolgreich. Bisschen Munition wäre ganz geil. Gecrasht. Noch 50 Schuss für die Pistole. Kann ich eigentlich hinlaufen, ne? Ja. Was hast? 50 Schuss? Sonst muss ich wieder auf das Sturmgewehr umgehen. Ui. Aber hier. Ah, ne, jetzt. Dass immer Waffen wechseln, wenn du eine aufnimmst, auf der gleichen Taste ist wie. Normal aufnehmen. Nur, dass er ein bisschen länger drücken muss, das nervt mich immer ein bisschen. Du kannst es, glaube ich, ausschalten, dass der automatisch echt? Die Waffe wechselt, wenn du eine neue aufnimmst. Tastatur. Glaube. Gameplay. Tauschen. Gewalt zensieren? Nein, natürlich. Egal. Passiert ja nicht so oft.
haue. Mit dem Bulli-Mux. Oh, Vögels. Mein Better-Swing. Die Schusswaffenschaden, mögliche Elementarfehl. Was? Das. Okay. Ja, ich bin schon mal vorgegangen. Anders wie ich. Hier hinten sind doch so viele schöne Gegner. Hier sind viel schönere. Na dann. Behältst du gerade. Hier sind auch. Ach, wieder. Hier sind auch ganz viele Kisten. Ja. Ey. Ihr Arschmons. Schön, dass wir zusammen spielen. Schön, dass wir zusammen spielen. Hm? Ja. Huch, runtergefallen. Warte mal, ey, wie zu den Schiffswracks kommt, die hier bei mir überall auf dem Eis festhängen. Ich hab zwar. Oh, ich hab zwar nicht so viel Schildkapazität, aber der lädt relativ schnell nach. Ist gar nicht so verkehrt. Ja. Verteile hier gerade Headshots. Nichts anderes hätte ich von dir erwartet. Sarkasmus. Oh, Bullymon Slinger, warum ist der so groß? Ah. Dann hätte ich mir das hier sparen können, ich hätte nur auf das scheiß Fass hier schießen sollen. Egal. Oh, hier ist eine Toilette. Hab entdeckt Eisflowers. Whatever. Ist gut, wie wir zusammenspielen. Wahnsinn, weil komplett ne? woanders sind. Hey, wir sind immerhin im selben Gebiet, oder? Halbe Miete.